haben schon wieder Gerüchte über den Verbrannten verbreitet. Ich höre ein bisschen Radio. Ave, Caesar treu ergeben. Ist ja gut, du redest mit Caesar. Wir sprechen uns wieder, wenn Sie das zerstört haben, was sich in dem Bunker befindet. Ja, ja. Nicht vorher. Es ist eine große Ehre, wenn Caesar jemandem, der nicht zur Legion gehört, eine Audienz gewährt. Du bist der Erste, der nicht super kacke aussieht. Sagen wir mal so ein bisschen modelmäßig siehst du aus. Kann ich irgendwas für Sie tun? Gibt's etwas, das Sie mir über die Legaten erzählen können? Er ist der beste Kämpfer der Legion. Ja, ja. Er hatte es schon mit 12 zum Legionär geschafft. Und er hat noch nie einen Kampf verloren. What the fuck? Hätte der Legat das Kommando bei der Schlacht am Hoover-Staudamm gehabt, wäre die Legion siegreich gewesen. Daran habe ich keinen Zweifel. Mit 12 sind Jungs meistens noch nicht mal in der Pubertät. What the fuck? Sind Sie die rechte Hand des Oberbefehlshabers, wenn du verstehst? Nein, Legat Lanius ist Caesars rechte Hand. Der Legat hat den Verbrannten ersetzt nach der Niederlage der Legion am Damm vor einigen Jahren. Lala, hörst du die schöne Musik? Macht total gute Stimmung, oder? Ich meine, das Bett ist doch groß genug für zwei und der Doc kann uns helfen so ein bisschen, wenn du verstehst. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was so ein Doc macht. Ist ja sowieso kaputt, aber ich kann da, weißt du, ich habe Wissenschaft sehr viel und ich habe da Freunde, die können da vielleicht was draus machen. Erzählen Sie mir vom Verbrannten. Der Verbrannte war seit der Gründung der Legion Caesars Berater und General. Er hatte den Befehl bei unserer schicksalhaften Niederlage am Damm. Auf Caesars Befehl wurde der Verbrannte von den Prätorianern mit Pech beschmiert, angezündet und in den Grand Canyon geworfen. Was für ein Arsch. Caesar hat verboten, dass sein richtiger Name je wieder ausgesprochen wird. Joshua! Also nennen wir ihn einfach den Verbrannten. Ich finde es so seltsam und nicht im positiven Sinne, dass sie so viel über den Verbrannten reden. Das heißt, die DLCs waren schon vorher geplant, wie es scheint. Fing damals schon an. Mir ist aufgefallen, dass sie keine Schusswaffe tragen. Es ist eine Tradition der Prätorianer, sich auf den unbewaffneten Kampf zu spezialisieren. Waffen können kaputt gehen, vor allem, wenn man sie braucht. Jupp. Unsere Techniken konzentrieren sich auf den Angriff. Wir können auf den Gegner zustürmen und ihn mit einem Schlag ausschalten, noch bevor er reagiert. Das mache ich auch so, hast recht. Waffenlos. Können Sie mich in der unbewaffneten Kampfkunst der Prätorianer... Was? Können Sie mich in der unbewaffneten Kampfkunst der Prätorianer unterweisen? Sicher, das wird allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen. What? Und ich bin ein harter Lehrmeister. Kommen wir jetzt zusammen? Sie haben das Spezial... What? Manöver Sturm der Legion... der Legion gelernt. Um diese Technik einzusetzen, beginnen Sie einen Kraftschlag, während Sie auf den Gegner zulaufen. Und plötzlich ist... Ja? Haben Sie etwas wow, zu berichten? Da fragt sich bestimmt meine Leute draußen auch, was hier los ist. Ich habe Fragen über Sie. Ich werde sie beantworten, so gut ich kann. Wollen Sie mal mit mir ein Eis schlürfen gehen? Die kennt gar kein Eis. Eine Cola trinken. Wie kamen Sie zur Legion? Als ich noch jung war, hat die Legion meinen Stamm besiegt. Ich wurde zur Legionärsausbildung auserwählt. Ich habe viele Schlachten für die Legion geschlagen, bis mich Caesar schließlich zum Anführer seiner Prätorianer gemacht hat. Das war eine große Ehre. Was ist mit dem Rest Ihres Stammes passiert? Oh nein. Sie hassen die Legion nicht für das, was Ihren Stamm angetan hat? Mir ist aufgefallen, dass die Legionäre lieber Macheten als Waffen verwenden. Okay. Was ist mit dem Rest passiert? Die Frauen und Mädchen wurden versklavt. Viele der Jungen und Männer wurden ebenfalls Legionäre. Die anderen wurden getötet. Und Sie hassen die Legion nicht? Wir waren unzivilisierte Wilde. Die Legion hat uns gerettet und zu etwas Besserem gemacht. Ihr wart schlimmer als das jetzt? Ihr lebt hier in Zelten und habt nichts. Außer... nichts. Ihr habt nur trainieren und fortpflanzen. Und irgendwelche Wölfe fortpflanzen oder auch Hunde fortpflanzen. Ihr habt nichts. Ich würde gerne was anderes fragen. Worüber wollen Sie reden? Ich habe leider eurer Sklavin geholfen. Sprechen wir was anderes. Kann ich irgendwas für Sie tun? Wir konnten vor kurzem eine Haubitze in unseren Besitz bringen, aber uns fehlen die Teile und das Wissen, um sie zu reparieren. Nein. Woher haben Sie diese Waffe? Der Händler Dale Barton hat sie aus einer Militärbasis in Arizona mitgebracht. Yuma, glaube ich. Wofür brauchen Sie Artillerie? Die besten Schützen der RNK stehen meist weit hinten, nicht an der Front. Mit der Haubitze können wir sie ausschalten. Ich
kann ihnen ja falsche Hoffnung geben, ne? Ich mach's eh nicht. Aber mal sehen, was ich tun kann, Lucius. Ich habe gehört, dass der Stamm der Rumser ganz verrückt nach solchen Waffen sein soll. Vielleicht finden sie dort eine neue Abfeuervorrichtung. Okay, für dich doch alles. Wale. Jo. Wale? Magst du das? Ist das ein Buch über Wale? Okay. Ganz wie du möchtest. Okay, wir speichern jetzt mal, weil, ne, das sollen wir ja scheinbar machen, um weiterzukommen. Was guckt ihr euch an, ihr beiden? Boah, Vulpes, ne, du bist auch richtig verliebt. Bist du nicht der, der so richtig Scheiße gelabert hat mit der tollen... Ne, hattest du die Maske? Ich vermute, sie werden der Legion sehr nützlich sein. Vorausgesetzt, sie sind tatsächlich auf unserer Seite. Nope. Wollten sie, dass ich ihnen irgendwie dienlich bin? Weiß. Was können sie mir über den Legaten erzählen? Lanius Will zu nennen, wäre eine Untertreibung. Wo ist der? In der Schlacht verbeißt er sich in den Feind und lässt nicht mehr los. Verluste scheut er nicht, solange der Feind größere erleidet. Er ist grob, aber nicht dumm. Er hat eine Nase für Fallen und stellt gern selbst welche. Mir egal. Man sollte sich freuen, dass man sein Urteil nicht zu fürchten braucht, wenn man ein getreuer Cäsars ist. Stört euch nicht, dass ich Radio an habe? Ihr habt doch gar kein Radio. Der guckt auch wieder so verknallt zu Cäsar. Meine Fresse. Erzählen Sie mir vom Verbrannten. Oh. Ah ja. Wir dürfen seinen wahren Bisschen Namen schneller. Nicht aussprechen. Er war eine Art Schamane, bevor er Cäsar traf. Ein heiliger Mann aus Utah. Der Verbrannte war gefährlich, unberechenbar. Und man konnte ihn nicht töten. Er half Cäsar beim Aufbau der Legion und führte sie fast ins Verderben. Was? Oh, du bist so interessant. Wollten Sie, dass ich Ihnen irgendwie dienlich bin? Es gibt da eine Spielerin, Martina Grosbeck. Sie versteht es, Leuten ihre Geheimnisse zu entlocken und überlässt die Informationen anderen für Geld. Die Umertas, die das Gomorra betreiben, sind wegen Martinas häufiger Besuche schon misstrauisch. Nein. Bald werden sie ihr selbst einen Besuch abstatten. Was? Ich verstehe jetzt nicht gerade. Warum könnte sie sich nicht selbst drum kümmern? Ich erledige so etwas lieber durch Mittelspersonen wie sie. Wenn eh alle abgebrochen. Was springt für mich dabei raus? Außerdem Dank der Legion? Keine Sorge. Sie werden in Münzen oder Kronkorken entlohnt. Nichts wert, der Dank. Na gut. Ich werde es mir überlegen. Wenn es sein muss. Ich weiß wirklich nicht, was es da zu überlegen gibt. Weißt du, die rechte Hand... Sie ist wenigstens charmant und nett. Und du bist scheiße. Wale. Ja, Wale, ihr mit euren Walen. Aber deine Hose ist nicht mal, die klippt durch. Nicht mal deine Hose ist cool. Ach, liebe Bethesda, hättet ihr wenigstens Cäsar cool machen können. Hallo, Benny. Na, soll ich dir den Kopf schießen? Nun mach schon und lach, Baby. Mir ist die Komik der Lage nicht entgangen. Ich finde das ziemlich lustig. Offensichtlich hast du deine Fähigkeiten überreizt. Ich werde später lachen. Wir haben was Geschäftliches zu besprechen. Daran bist du ganz alleine schuld. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, daran bist du ganz alleine schuld. Hab ich gesagt, dass ich der Gesellschaft die Schuld gebe? Ich weiß, warum ich hier bin. Du auch? Kommen wir zur Sache. Wie lief das Treffen mit dem Glatzkopf? Er gab mir den Chip. Cäsar sagt, dass ich über deine Todesart entscheiden darf. Erzähl mir über dich, bevor es zu spät ist. Was? Erzähl mir von den Gruppen, die Vegas regieren wollen. Was? Erzähl mir über dich. Ich bin der interessanteste Mensch, den ich kenne. Nannte sich dein Stamm immer die Vorsitzenden? Wie lange warst du es überhaupt der Familie? Wie hat sich Mr. House vorgestellt? Was ist nach deiner Flucht aus den Tops passiert? Wow. Wirklich? Interessieren wir uns jetzt dafür? Irgendwie nicht. Ich dachte... Läuft jetzt anders, als ich dachte. Nannte sich dein Stamm immer die Vorsitzenden? Nee, damals nannten wir uns Schusters Rappen. Blöder Name. Aber so sind wir halt durch die Mojave geritten. Zu Fuß, weißt du? Wir waren nomadische Fieslinge, mit denen sich keiner angelegt hat. Eine Bande von Raufbolden. Aber mit Stil. Bei der Renovierung des Tops haben die Bots Kisten mit Anzügen, Schlipsen und Schuhen abgeliefert. Sagten uns, wir wären jetzt die... Vorsitzende. So kann man es auch machen. Es gab Riesenärger. Ich meinte, der Name passt. Ciao, alte Zeit. Wir swingen jetzt mit Stil. Wenn der Schuh passt, dann trägt man ihn.
Das ist ja wirklich so, ne? Ihr müsst euch einfach nur mal, viele holen sich irgendwie Klamotten, die wirklich aussehen, als ob du wichtig wärst. Und damit wirst du so behandelt, als ob du wichtig wärst, weil die Leute denken, oh, das sind bestimmt wichtige Leute, da muss ich mal aufpassen. Das heißt, ne, so kann man es machen. Ich glaube, das haben sie mal einen Versuch gemacht mit irgendeinem Obdachlosen oder sowas. Und das war schon faszinierend. Was Kleider machen Leute oder sowas, ne? Wie lange warst du Oberhaupt? 7 Jahre. Hab sie 3 Tage, nachdem Mr. House sich vorgestellt hat, übernommen. Unser damaliger Häuptling, ein Berg von einem Mann namens Bingo, wollte weiter umherziehen. Ich nicht. Und da hat er mich zum Messerkampf gefordert. Er kann auch alleine weiter. Er sah so überrascht aus, als ich ihm das Messer in die Kehle gerammt habe. Hat sich für hart gehalten. Aber viel zu langsam. So wurde ich zum Häuptling. So war es damals halt. Naja, da ein bisschen verdient, muss ich zugeben. Warum reitet er nicht einfach weiter? Ach nee, ich möchte nicht weiter. Dann musst du sterben. Weißt du, so ein bisschen wie die so... Oh, wenn ich dich nicht bekommen kann, dann darf dich keiner bekommen. Wie hat sich Mr. House vorgestellt? Wir waren östlich von Vegas, als der erste Securitron, den wir je sahen, auf uns zurollte. Hatten ihn in einer Minute zerlegt. Ach, hör auf zu flexen. Am nächsten Tag kamen 20. Also haben wir zugehört. Sie meinten, wir wären auserwählt. Vegas bräuchte uns zur Verteidigung. Dafür würden wir bequeme Hütten, volle Bäuche und ärztliche Betreuung kriegen. Anders gesagt, alles, was man als Nomade nie kriegt. Der Großteil des Stammes wollte Nein sagen, aber ich hielt das für die beste Idee aller Zeiten. Dann hat House ja doch nicht böswillig übernommen. Das einzig Scheiße, was er gemacht hat, war dann das mit der Walt. Ich will House nicht umbringen. Scheinbar hat er wenigstens was gegeben. Er war wenigstens nett. Es war ein bisschen so wie damals, obwohl jetzt heutzutage alle doch schlecht darüber reden, da ist man auch in andere Länder und hat dann halt angeboten. Austausch von Ressourcen, Austausch von Wissen und so weiter und Land gegen Sicherheit und so weiter. Nicht wie bei Mafiosi, Sicherheit vor der eigenen Mafia, sondern sowas. Finde ich jetzt gar nicht so scheiße, was da passiert ist. Naja, was wollte ich noch sagen? Mist, ich soll's vergessen. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Die Musik muss ich gleich ausmachen. Die lenken mich ab, glaube ich. Ich wollte noch was erzählen, was er eben gesagt hat. Dammit, ich hab's euch vergessen. Egal. Was ist nach deiner Flucht aus den Tops passiert? Ich ziehe den Begriff Ortswechsel vor. Ich habe all meine Stealth Boys benutzt, um den Fluss bei Cottonwood Cove zu überqueren. War brenzlig, in einem Boot voller Legionäre zu sitzen. Als ich drüben war, habe ich die Uniform eines toten Legionärs angezogen. Hab versucht, in den Bunker zu schleichen. Hat aber nicht geklappt. Sie haben den Chip gefunden. Ich wollte Ihnen nicht sagen, wozu der gut ist, aber... Naja... Sie können sehr überzeugend sein. Das wollte ich sagen. Wir wissen ja... Es ist eine Haus bei einem DLC von House war. Aber er ist dann scheinbar vorher schon nach Robcom gegangen. Rob hat sie verraten, bla bla. Und hat aber diesen großen Roboter scheinbar schon gemacht. Und jetzt hat er irgendwo, den haben wir noch nicht gefunden, eine Produktion an Securitron oder sowas. Das fand ich noch seltsam. Okay, sprechen wir was anderes. Also... Was sollte ich deiner Meinung nach mit dem Chip machen? Ich will mehr über dich erfahren, haben wir doch schon. Erzähl mir von den Gruppen. Mit welchem gierigen Anführer willst du anfangen? Warum sollte Mr. House Vegas nicht regieren? Mr. House hat Vegas also unter seinem Rock versteckt, als es vor 1000 Jahren Bomben hagelte? Gehört die Stadt deshalb für immer ihm? Glaubst du das? Baby... Jeder Boss hat einen Grund, warum er angeblich was Besonderes ist und alle auf ihn hören sollen. Merkst du das jetzt erst? Vegas muss swingen, Baby. Es braucht Flair. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber der alte Knacker ist ein Spießer, durch und durch. Verstehe ich nicht. Hält er euch davon ab zu swingen? Was ist so schlecht an der RNK? Hatten wir das nicht schon? Das einzig Gute an ihnen ist, dass sie nicht die Legion sind. Die RNK ist die größte Gaunerbande in der Mojave. Nur kann sie Gesetze erlassen, damit alle Verbrechen, die sie begeht, legal sind. Ja, stimmt auch wieder. Du bist ganz schön, aber du hast ganz schön Eier in der Hose.
Er weiß, dass die Legion scheiße ist und ist trotzdem auf dem Boot von denen rüber. Wow. Glaubst du, Caesar würde den Strip zerstören? Nö. Er schafft nur mit ein paar Kreuzigungen das richtige Ambiente. Komm mal her, damit ich dich treten kann. Die Legion ist total irre, Baby. Echte Loser, die den König der Widerlinge als eine Art Gott anbeten. Die sind schlimmer als Kakerlaken. Mein Tipp? Zieh deine Trampelschuhe an. Kommt noch, keine Sorge. Ich weiß immer noch nicht, für wen ich bin. Reden wir über die drei Familien. Da oben. Reden wir über die drei Familien. Wohl eher zwei Familien, nach dem, was du mit den Omertas angestellt hast. Eine der Cs lebt noch. Wenn du es richtig anstellst, dann sind die Familien bei deinem Plan dabei. Du musst nur ein wenig nachhelfen. Und wenn ich keine dieser Möglichkeiten wähle? Ah, jetzt nähern wir uns der Sache. Ah, sein Plan. Das wäre eine echte Ringe-Ding-Aktion, Baby. Erstmal machst du alles, was Mr. House von dir will. Befolg seine Befehle und zink die Karten für ihn. Aber wenn er mal nicht hinguckt, dann schmeißt du ihn aus dem Rennen und bringst irgendwie seine Securitrons unter deine Kontrolle. Sprich mit Ja-Sager. Das alte Schlitzohr kann nicht anders, als dir zu helfen. Nee. Warum kann ich das nochmal sagen? Die Vorsitzenden trüben kein Wässerchen. Die Omertas sind völlig degeneriert. Trau ihnen niemals. Die Feinschmecker sind irgendwie gruselig. Wenn du es richtig anstellst, dann sind... Ist okay. Ist das schlimm? Wollten die das? Dass es keine gute Wahl gibt? Wie gesagt, ich habe nicht nur einmal während des Let's Plays gedacht, ich will alle wegbomben. Ich glaube trotzdem noch, es wäre besser, wenn wir R&K helfen. Ah, dammit. Sprich weiter. Hey, warum kann ich es nochmal aus? Ist egal. Was soll ich deiner Meinung nach mit dem Chip machen? Klar. Der Glatzkopf will, dass du in den Bunker steigst und zerstörst, was Mr. House da eingelagert hat. Das solltest du nicht tun, Baby. Was auch immer da unten sein mag, ist der Schlüssel zur Stadt namens Vegas. Tu lieber Folgendes. Du gehst da runter und benutzt den Chip so, wie Mr. House es von dir wollte. Dann gehst du zurück zum Strip und suchst Ja-Sager. Das alte Schlitzohr kann nicht anders, als dir zu helfen. Verstehst du? Was mache ich, um der R&K zu helfen? Ach, Benny, warum bist du jetzt schon wieder ein bisschen sympathisch sogar? Hör mal auf damit. Das ist ja schlimm. Das ist ja wie so ein... Als ob er irgendwie... Wie soll man das sagen? So ein Ex-Partner ist, der dich schlecht behandelt hat. Und du immer wieder zurückkommst. What the fuck? Dich auch, nicht sie. Er sagt gleich du. Charon, was bist du denn hier für einer, Masochist? Okay, Caesar sagt, dass ich über deinen Todesart entscheiden darf. Grins mal nicht so breit. Sonst werden die Milchzähne sauer. Ja, der Glatzkopf hat gesagt, dass du es entschieden hast. Also, was soll es sein? Was ist, wenn ich bei der Flucht... Oh mein Gott. Was ist, wenn ich dir bei der Flucht helfe? Besondere Vorlieben? Ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht sollten wir das in der Arena in einem fairen Zweikampf beilegen. Kreuzigung wäre eine Option. Etwas Schlimmes könnte dir direkt hier passieren. Das war schon, du warst schon eine coole Sau, hier rüber zu laufen, ne? Und du hasst die Leute auch alle. Besondere Vorlieben? Yep, steinalt in meinem Bett zu sterben, nachdem mich 30 sexhungrige Miezen durchgenommen haben. Kriegst du das hin? Schau mal, ich mach mir nicht viel aus Illusionen. Ich erwarte ja nicht mal mehr, aus diesem Budenzauber heil rauszukommen. Deshalb übergebe ich dir meinen Plan, Baby. Das nennt man wohl ein Erbe antreten. Ich habe mir noch nicht entschieden. Dammit! Benny, was machst du mit mir? Wirklich, du bist die allererste Person, die wir hier sieht. Also wirklich die allererste im Opening. Du, ich sollte dich jetzt umbringen. Ich wollte den Kopf schießen, weißt du? Aber ich habe das Gefühl, du bist einer, der es vielleicht nicht verdient hat. Weil du, ich verstehe sogar ein bisschen, warum du den Chip geklaut hast von ihm. Ah, verdammte Scheiße, die Moral, die in einem aufsteigt. Weißt du, diese Gefühle, dieses Nachdenken, dieses Mitleid, Mitgefühl, Verständnis, das ist ja alles ekelhaft. Wäre man doch Legion, ne? Ah, weißt du was? Was ist, wenn ich dir bei der Flucht helfe? Kommen wir dann zusammen?
Nettes Angebot, Baby. Aber wenn du diese Fesseln durchschneidest, dann kommt jeder Legionär aus dem Lager angelaufen. Und sie haben Macheten. Wenn ich andererseits einen Stealth Boy und eine Haarklammer hätte, dann würde ich das alleine hinkriegen. Weißt du, was ich meine? Wie wär's? Ich geb dir das. Du verpisst dich und ein paar Jahren kommst du wieder und werden beste Freunde. Und dann schießt du mir mal nicht in den Kopf. Ha? Versuchen wir unser Glück. Benny losbinden. Oh, das will ich so gern klicken. Oh, das will ich so gern klicken. Was machst du, nachdem ich dir bei der Flucht geholfen habe? Baby, wenn du mich abhauen lässt, dann bin ich weg. Verschwinde für immer und geh dir nie wieder auf den Zeiger. Ich hab dich verraten und dir mehr als reichlich Ärger gemacht. Lass mich gehen und du siehst mich nie wieder. Nein, werd mein Bimbo. Was bringt mir das, wenn du verschwindest? Was bringt Charon das, wenn du jetzt wegläufst und woanders Kacke baust? Werd mein Sklave. Ich krieg ein Haus, da wirst du Sklave, da putzt du dann nackt und dann wirst du zugucken, wie Ede und ich baden. Keine Ahnung, was Ede immer noch möchte. Warum gibt's das nicht als Option? Warum gibt's immer nur als Option, die Kahne gehen weg? Oder sowas. Ach, träum weiter. Fucking hell, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Was, versteht ihr, was ich gerade durchmache? Versteht ihr das? Ich finde, nach dem, was wir alles erlebt haben, ist Benny ein, den ich verstehen kann. Auch deine Geschichte. Hier ist ein Stealthboy und Haarklammer. Bitteschön. Weißt du was? Dann verschwinde. Baby, deine Großzügigkeit und deine Bereitschaft ja, zu verzeihen. Weiß. Ich bin dumm. Einfach riesig. Dieses kleine Care-Paket sollte reichen. Ich übernehme die Sache mal. Ein weiterer Tod auf meinen Namen! Oh! Schöne Musik. Ich wusste nicht, dass er das sofort macht, während ich noch da bin und alle mich angreifen. Hat er mich verarscht? Wieder? Wumm. Okay. Blöde Sache. Ach Mann. Ich wollte ja trotzdem noch das andere machen, ne? Ach, du bist so ein Depp. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Leute, mal wieder typisch Gate. Ich werde jetzt erstmal gucken. Das habe ich auch vergessen. Ich habe mal... Oh, Maria. Die ist aber nicht so gut. Wollen wir die klauen? Hat sie mit dem Clown erwischt. Scheinbar egal. Es war einfach eine besondere Waffe, die Benny hat. Also, ich habe mir nämlich gedacht, ich werde gleich nochmal laden. Man hat mich beim Clown erwischt, aber ist ja ziemlich egal, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, wir greifen einfach mal an und gucken, was passiert. Aber, hallo. Ich habe Angst, dass ich es mit jemand anderem verscherze. Eigentlich wollten wir einfach nur den Chip da reingehen und dann machen. Bloß wenn wir helfen jetzt, dann mag er uns ja. Also habe ich mir gedacht, wir werden uns vorbereiten und dann hier einfach alles auslöschen. Und dann scheiß auf die Quest von denen. Auch auf ihn. Tut mir leid. Oh, Lucius. Lucius. Ja, deshalb, das ist ein Problem. Weil wir können ja Caesar jetzt einfach ins Gesicht schießen oder sowas. Aber es ist schon ziemlich... Alleine wird es schwer. Mit keinen Sachen oder sowas. Die Frage ist, kann ich überhaupt... Okay, ich kann mich nicht beamen. Verständlich. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll mit dem darunter. Ich habe mir gedacht... Und deshalb habe ich mal geguckt, ob wir Arcade... Arcade können wir aber scheinbar auch noch nicht machen. Ich habe nur gesehen, dass wo es Trigger-Points gibt. Wir können das ja vielleicht kurz machen. Und dann vielleicht zum nächsten DLC oder so. Weil ich habe mir gedacht, wir bringen hier einfach alle um, aber ich weiß noch nicht mit wem. Ist Arcade überhaupt guter Kämpfer? Haben wir Arcade jemals gesehen beim Kämpfen? Müssen wir jetzt gar nichts machen hier? Warte mal, ich lade nochmal. Das können wir immer noch entscheiden. Scheiß auf die Waffe, die ist eh nicht, die schien ja richtig schlecht. Also,
Ah ja, stimmt, ja. So, tschüss. Ich will immer meine Leute wieder haben. Was für ein Haufen Brahmin-Mist. Der Typ ist ja kaum zu fassen. Hast du zugehört? Der ist wirklich scheiße. Ich glaube nicht, dass wir beide je verstehen können, was er und die Stämme durchgemacht haben. Was hat das mit Intelligenz zu tun? Gar nicht. What the fuck, Sharon? Was laberst du? Er ist ein Irrer. Was haben sie erwartet? Wer? Cäsar? Mir schien er ziemlich clever zu sein. Es geht von da nach da. Nee, warte, macht keinen Sinn. Er ist ein Irrer. Was haben sie erwartet? Ja? Das unterstützt ihn ja. Warte mal, warum ist Intelligenz 8? Ist das wieder für... Ich guck mal nach, warte. Jetzt, es geht ja um Arcade. Wir gucken jetzt mal gemeinsam nach. Weil, irgendwo war das nämlich, wenn wir mit ihm reden und ihn mitnehmen, da stand irgendetwas. Und da muss man dann... Hier, wir haben zum Beispiel einen Fehler gemacht. Am Anfang hätten wir sagen sollen, ich will mich nur anhören. Da kriegt man dann mehr Punkte. Warum? Verstehe ich nicht. Und wenn wir hier mit ihm sprechen, heißt es... Was? Wir kriegen Punkte, wenn wir das Erste sagen. Okay, ich stimme dem nicht zu. Ich mache das jetzt nur für Arcade. Okay? Das muss ich zugeben. Aber von westlich des Colorado aus gesehen hat der Mann trotzdem klar den Verstand verloren. Vielleicht wollte er gar nicht, dass es so kommt. Trotzdem muss er doch nicht diesen bizarren, anachronistischen Mythos fortführen. Und es heißt ja auch nicht, dass wir alle rumsitzen und mit dem Kopf nicken müssen, wenn ihm ein scheinrömischer Casus Belli einfällt. Er ist ein Tyrann. Und zwar die schlimme Sorte. Gib dir recht. Und keinesfalls werde ich ihn den Hoover-Staudamm erobern lassen. Sehr gut. Wir sind da... Ich bin da deiner Meinung. Hi. Gut, dass es... Also... Ede... Weil Ede hilft ja gar nicht, wenn es jetzt so weitergeht. Du kommst jetzt erstmal... Mit. Gehen Sie voran. Gut. Scheinbar dürfen wir uns jetzt frei bewegen. Ich bin sehr verwirrt. Komm mit. Ah, das mag ich jetzt gar nicht, dass er da nicht mitkommt. Ich gehe mal vor die Tür und schau, was dann kommt. Hi. Caesar treu ergeben. Ja, wir bringen euch noch alle um. Wenn wir nämlich frei jetzt uns bewegen können, dann würde ich mal sagen... Okay, Ada ist jetzt dabei. Yay, dann können wir sie auch alle umbringen.